Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und was mir ist aufgefallen, was mir nicht so ganz gefällt an dem Spiel, ist folgendes. Mutant, verschwinde von hier. Dass er so negativ mit mir redet. Also eigentlich war er doch nett und er kennt mich doch mittlerweile auch. Also das hätten sie echt mal so einbauen können, dass die Leute einen halt nicht alle einfach nur beleidigen, weil man halt Mutant ist oder so. Moment, wie viel Gewicht haben wir? 81, da brauchen wir also erstmal noch nichts tun. Ich würde aber sagen, wir schlafen mal bis, oder wir medizinieren mal bis zum nächsten Morgen. Ich glaube, wir hatten auch nicht mehr Vollschwalbe und... Ah doch, wir hatten noch Vollschwalbe. Aber es war einfach dunkel, kein Bock drauf. Oh mein Gott, ich bekomme Glück auf. Ach, B ist Bestiarium, wie einfach, verdammt. Ach, sehr gut, dass ich das mittlerweile endlich mal weiß, jetzt nach 150.000 Folgen. Und wenn ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, weil ich schon Angst habe, dass ich Schluck aufbekomme. Und Schluck auf, also Let's Plays mit Schluck auf sind richtig geil, ja? Leute. So. Es könnte klappen. Ich bin ja im Endeffekt auch nur hier, weil ich mir die Belohnung weil ich die Belohnung dafür abholen will, dass ich den einen kleinen Heiligen da gerettet habe vom Hurensohn. Ja. Arbeitest du oft mit Magiern? Na, du bist aber neugierig. Suchst du vielleicht selbst nach Arbeit? Nein, ich kenne sie eben. Die sind sonst nicht so scharf darauf, sich die Hände schmutzig zu machen. Dann kennst du sie eben nicht. Ein gehetzter, hungriger Magier ist so verzweifelt, wie es jeder wäre. Und nicht zimperlich, wenn es um Arbeit geht. Novigrad ist eine Stadt der Möglichkeiten. Chancen, die genutzt werden wollen. Du solltest auch eine ergreifen. Mhm. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Ja, aber ist doch ein netter... Ist doch ein netter Chef, Bösewicht-Chef irgendwie. Weil er schickt ihn aus der Stadt. Ich hoffe mal, das stimmt. Er hat ihn nicht umgebracht. Und gibt mir sogar noch dafür Geld. Ich denke, andere hätten einfach den Typ, der aufgeflogen ist, umgebracht. Und mich auch. So. Ja, es ist auch wieder eins von den Schwertern, was, glaube ich, ganz geil aussieht. Aber es ist viel zu schwach. Ist halt so ein typisches Elfenschwert, finde ich. Oder Elbenschwert. Aber, naja. Ist zu schwach. Rüstung der Krieger Freyas erhalten. Ach so, wir haben ja nicht nur eins bekommen, sehe ich gerade. Aber auch das ist viel zu schwach. Aber ich glaube, das sieht ganz cool aus. Okay. Was ist denn mit den Rüstungen los, verdammt nochmal? Die sind alle optisch nicht ganz so geil, aber wobei ich glaube, daran könnte ich mich sogar noch gewöhnen. Wobei, das hier ist ein bisschen merkwürdig mit diesem Orange, naja. Aber das finde ich halt auch so deplatziert, also ich weiß nicht so richtig, was da das Vorbild ist. So, jetzt müssen wir erstmal ein anderes Ziel auswählen. Ja, wir müssen mit Junior weitermachen, logischerweise. Hier war ich doch schon. Ich suche die Arena von Hurensohn Junior. Da war ich doch schon. Gibt es da noch irgendwas? Habe ich da irgendwas vergessen? Ach, hoffentlich nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal kurz in die Arena. Das liegt ja fast auf dem Weg zu den anderen Plätzen. Und... Nein, nein. Dann gehen wir halt zu den anderen Plätzen. Und wenn das nicht hilft, dann müssen wir halt wirklich... mit dem Zwerg zusammenarbeiten, wobei ich das eigentlich vermeiden wollte. Ach, Idiot. Da gehörst du hin. Zum Wegkreuz. Hey, hübscher. Zwielichtige Person. Hure. Was für eine Stadt. Nur Banditen, Räuber, Diebe, Huren, Kurtisanen, zwielichtige Person, Bettler, also nur die Crème de la Crème und hier. Hexenjäger, nicht zu vergessen. Gehen wir mal zum Südtor. Also meiner Meinung nach hatte ich da drin schon alles geklärt, aber wenn mir das wieder angezeigt wurde, ich weiß halt auch nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe und da vielleicht noch irgendwas hätte mitnehmen müssen oder so. Und nicht hätte direkt gehen sollen, das weiß ich nicht. Im Leben muss man was riskieren. Aber das finden wir gleich raus. Was ist hier los? Irgendwas stinkt hier. Verpiss dich, Arschgesicht!
Und vergiss nicht, geh niemals alleine in die Ach nee, hier waren wir noch nicht. Merke ich gerade. So ein Quatsch. Hast du eine Frau? Kein Durchgang. Und häng hier nicht rum. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Vielleicht werden wir uns ja einig. Und wie? Ich zahle, ihr lasst mich rein. Her damit. Den anderen hätte ich wahrscheinlich auch 200 Goldkronen einfach geben sollen. Geh rein. Und denk dran, wir beobachten dich. Wer regelt die Kämpfe? Igor. Den Gang runter, dann Igor? Links. Wo kommt die denn plötzlich her? Merkwürdig, dass die direkt vom Eingang kehrt. Vielleicht eine Spionin. Na los, mach dich bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Geil, ich hab vorhin alle abgefroren, sag ich schon. In der letzten Folge alle abgemetzelt und jetzt laber ich einfach mit denen. Hast du oder was heißt laber mit denen? Häng ich mit denen ab? Oder ich häng auch nicht mit denen ab, aber ihr wisst, was ich meine. Der ist garantiert sein Schwert mit einem rostigen vertauscht. Du musst einen Augenblick durch. Boah, was sind das für ein Riesen. Da ist dein Geld. Gewölbe hier unten drunter. Wir hatten mehr vereinbart. Wenn man die Stadt nur verlassen kann. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Viele Monster, ich habe genug gekämpft. Ich habe genügend Kämpfe hinter mir. Ich würde kein Schwert tragen, wenn ich nicht damit umgehen könnte. Hast du Menschen getötet? Manchmal. Warum sagst du nicht gleich, dass du ein Hexer bist? Ist doch offensichtlich. Ich will keinen Monstervertrag. Ich suche normale Arbeit. Für eine Weile. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Das stimmt doch ganz gut. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Quatsch. Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Wenn er keine werden ja keine guten Menschen sein, hier die Gegner kämpfen. Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten. Wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer. Ein mörderischer Mutant. Sein Gegner. Verlieren wir die Gustav Nerven. Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Wie immer. Ein Kampf auf Leben und Tod. Der Hexer. Oh, ach so, zu dem Zeitpunkt, als ich quasi entscheiden konnte über sein Leben, habe ich ihn verbrannt einfach, sorry. Also ich habe ihn gar nicht mit Absicht getötet, aber... Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Aber ich denke, ich hätte ihn sowieso getötet, weil ist man ja hier und das sind ja keine... Sie leben, zu töten. Oh fuck, das sind Waffen, die ich nicht ablocken kann. Ja, das sind auch wieder Waffen, wo ich nur einmal zuschlagen darf, weil ich danach gestunt bin. Ergib dich, oder du endest wie dein Bruder. Niemals! Der Hexer hat wieder gewonnen! Ich kann sogar die Sachen aufnehmen. Aber es war nur der Trockenfisch, okay. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Ja, ein schicken Brötchen sind wir zwischendurch, wenn hier niemand kommt. Oh! Es kommt ja ein Monster. Ich dachte, ich soll 3... Level 11, bitte euch. Das ist auch wieder eines von den Monstern, was ich einfach nur angreifen muss, normalerweise. Und dann ist es irgendwann tot. Okay, jetzt hat es nicht so gut geklappt. Naja. Hallo, das war's, 3 Gegner. Mehr? Wer pfeift mich denn hier aus? Los,
Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Noch schon drei. Das ist auch ein niedriges Level. Oh, fuck. Nicht gesehen. Spring weg, Geralt! Denn noch? Boris! Soll ich Boris loslassen? Boris! 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 Nur für euch! Zum ersten Mal seit langer Zeit! Lasst Boris frei! Bär! Aber Bären bringe ich nicht so gern um die Arme. Fuck, es ist so dunkel, ich sehe deinen Kopf nicht richtig. Weg, 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 weg. Scheiße, er ist zu schnell. Boris ist tot! Und noch ein Sieg für den Hexer! Bravo! Die hast du gründlich kalt gemacht! Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Cyprian Willi, den meisten als Hurensohn Junior bekannt, weiß ordentliches Handwerk zu schätzen. Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Was? Wieso? Ihr habt den Mann gehört. Tötet ihn. Stimmt, weil die scheiß Zwerge gekommen sind. Jetzt denken die, die haben was wegen mit mir zu tun. Dabei habe ich dir gar nicht hergelockt, denke ich. Aber egal, so oder so kommen wir zum Ziel, würde ich sagen. Mach keine Dummheit. Aber recht viele sehe ich gerade. Sogar noch ein Wolf dabei, wenn ich es richtig sehe. Was? Da noch gebrannt? Ne, ist ein Wachhund. Hat er nochmal auf den eingehackt? Hallo, weg, weg, weg mit dir! Wir können ihn nicht umbringen! Verfluchte Scheiße! Scheiße, Mann, das sieht nicht so gut aus. Einfach so viele! Muss halt einfach die ganze Zeit in Bewegung bleiben, dann wird's wahrscheinlich was. Keine Schwalbe mehr. Komm schon, komm näher. Ja, umgebracht. Schlapp, dann macht der Hexer schlapp. Fuck, ich kann den einen Typ halt nicht ablocken mit dem Quatsch. Ich kann den Typ mit der Zweihandwaffe nicht ablocken, deswegen kann ich mir nicht leisten, dass der nah rankommt und mich schlägt. Und den hier kann ich nicht mit Feuer stören. Komm, greif an. Mit dem Schild, greif an. Weil jetzt kann ich es nicht ausnutzen. Das Ding erstmal platt machen.
Scheiße. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Oh, Igors Schlüssel. Naja, anständig aufgeräumt, meine Freunde. Da hätte ich mir ja fast schon die Kämpfe vorher sparen können. Aber gut, wie gesagt, wenn wir keine Falschen erwischt haben. Die skellige Krieger, die, ja, die sind eh nur für den Kampf geboren. Und der komische Zwerg am Anfang wusste ja auch, worauf er sich einlässt. Und das Rest waren ja sowieso nur Monster. Geht's denn jetzt hier raus? Ach so, Moment, ganz wichtig. Erstmal eine Runde regenerieren, damit wir hier wieder dreimal Schwalbe haben. Ach hier, wahrscheinlich geht's raus. Ah, ich trottel. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht eine Runde Katze nehme, aber ich glaube halt nicht, dass ich jetzt so lange hier unten rumeier und dass ich so viel kämpfen muss. Hä? Was? Zwei eingestürzte Gänge, geht's ja gar nicht, doch nicht lang. Aber irgendwo wird noch gekämpft. Ich gehe mal davon aus, es sind die Zwerge, die gegen Hurensohns Männer kämpfen. Und das sollten ja eigentlich auf meiner Seite stehen. Ach, hier ist eine Tür. Welche letzten Worte? Ja, kämpf mit der Faust, was ist denn jetzt wieder los? Soll ich die überhaupt platt machen? Wahrscheinlich ist es egal. Okay, die machen das auch so schon. Die Männer von Hacker. Reingucken. Nachricht von Igor und Goldring. Zwei Nachrichten von Igor? Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt, dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Betone nochmal, dass Hurensohn Juniors Krone nicht angerührt wurden und kein einziger Kopf fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt, dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Oh, da werde ich wahrscheinlich nicht dran denken, wenn ich da in der Nähe bin. Das Versteck von Hurensohn. In die Arena gehst. Ist das damit hier gemeint? Das hier? Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Nehmt doch mal die Axt, meine Herren! Was ist denn los? Was soll die Axt nehmen? Kopfstoß! Gib ihm einen Kopfstoß! Komm schon, komm näher. Okay, das ist auch schon wieder erledigt gehabt. Hier ist nichts. Ja, aber mal Zeit ist, weil jetzt endlich mal in dem scheiß Junior fertig werden. Tippt das rum. Nichts zum Einsammeln. Wir haben eh keine Geldprobleme, können wir auch die Kronen von Junior liegen lassen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Irgendwann in 100 Jahren freut sich jemand, wenn er die findet. Wird wohl Regen geben. Da standen auf jeden Fall vorhin, als wir hierher gekommen sind, Leute vom Junior rum, deswegen könnte das wohl passen. Bist du mager? War ich aber erstmal. Ja, ich würde sagen, es ist gerade zu spannend. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.